Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu einer weiteren Folge von, ja, wir laufen in die Kamera. Hallo. Aber ich muss mal ganz kurz nach diesem Update mal ein bisschen die Musik wieder runterschrauben. Und tuck laut. Nein, es hat auch die Grafikeinstellung geändert, du Sausack. Ja, wie ihr seht, wir haben uns ein bisschen aus dem Dschungel wegbewegt. Wir schauen uns jetzt nochmal diesen einen, dann der hier in K4 ist. Der steht ja schon etwas länger auf unserer Liste. Da wir jetzt beide Stufe 60 sind, dachten wir, wir machen das jetzt einfach, weil wir hatten einfach keinen Bock nochmal nach Timehouse zu gucken. Nee. Auch wenn ihr uns geschrieben habt, dass der ja immer mal wieder da ist und dann wieder nicht und dann wieder da und dann wieder nicht. Können wir ja nach dem Dungeon mal machen. Und wehe, der ist nicht da. Also wenn der dann irgendwann mal da ist, dann zerstückle ich den Typen. Wir müssen ihn sowieso zerstückeln, um die Atemmaske zu kriegen. Na gut, dann aber habe ich Spaß dabei beim Zerstückeln. Ich habe jetzt auch so ein cooles Beidhändiges Schwert. Oh. Ja. Partnerlook in der Waffenwahl, hä? Oh. So, diese Viecher waren scheiße, ne? Ja, aber da waren wir noch ein paar Stufen niedriger. Los, kleiner Wurm, Attacke! Los, beim Mountain Blade kann ich auch Befehle geben. Jetzt zieh zu. Greif an da. Hey! Ah, das ist ja wieder anders, dieses Spiel. Beschütz mich, Rittersport! Ah, warum krieg ich das ab? Du dreckiges Kackvieh! Es gibt Dämonenblut. Aua! Aua! Er haut rein, immer noch. Aber wir kriegen hier gekillt. Haben mich vergiftet gehabt? Nee. Also unsere. Sag mal, ist dir nicht heiß? Boah, schon. Ich mag die Rüstung aber so sehr. Ja, die sieht cool aus, aber. Vor allem er ist doch halbnackt, der Typ. Na gut, du bist ja noch nackter quasi, dass er so viel. Ja, kaum Rüstung. Warum ich schon wieder? Geh weg, Junge! Los, ihr zwei! Tötet das Vieh! Set with glory in your death! Wir sind schon mal weiter als letztes Mal, oder? Ja, das sind übrigens Sandbestien für den Fall, dass es dich hier. Ja. Und halt Hackviecher, die einen wehtun. This temple serves as the home of the Scourge Stone, Bonded One. Here you will spend your days in service to the divine element and the one who protects it. Der Eingang wird von zwei bewacht. Ich lock mal den rechten an. Okay. Ich glaube, die entscheiden sich beide. Kleiner Wurm, Attacke! Dass das Sandbestien sind, habe ich schon gesagt, oder? Ja, sind. Die sind putzig. Aber wie langsam sie aufgestanden sind, ne? Aber dann doch so schnell im Kampf sind. Hm. Die sandgepeitschten Ruinen. Ich fürchte, das wird wieder mehr als eine. Nimm das, du Ruine! Psch. Ja, ich wollte nur sagen, ich glaube, warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. ich musste sein, Entschuldigung. Mir fällt gerade ein, ist es eventuell sinnvoll, bevor wir in die sandgepeitschten Ruinen gehen, Betten aufzubauen? Ja, hast du welche? Ich hab keine.
Ich habe nur ein bisschen Pflanzenfaser. Ich habe genügend Pflanzenfaser. Ich kann uns Betten machen. Oh ja, Betten. Mach uns Betten. Ich guck kurz. Ah, ich brauche auch Ästchen. Die kriegen wir wahrscheinlich hier nicht. Die kriegen wir wahrscheinlich wieder an der Küste. Sie, klar. Ich brauche auch nur vier Stück insgesamt. Ach, guck mal, da vorne sind doch Bäumchen. Bäumchen, ja, ja. Deswegen, weil das dachte ich mir gerade so, weil wenn wir da drin krepieren, ärgern wir uns wieder, das ist ja richtig, alles gut, aber. Eine Hackaxt. Warte, dann lass mich doch, dann musst du mir die nicht extra geben. Ja, dann mach doch. Ich wollte so nett sein und dir welche bringen, aber. Na gut, dann. Üdelü. Darauf erstmal eine Fettraupe. Also ich habe wirklich viel Fleisch, das wir braten könnten noch. Ja, ich habe auch noch ein paar Eier, ein bisschen Fettraupen. Guck mal, wir haben hier noch Steine. Können wir uns noch ein Lagerfeuerchen bauen noch mal. Ja, gleich fällt dir noch was ein, was man noch nebenbei kauen kann. Auch wenn wir schon zwei Betten bauen, dann können wir auch wieder auf dem Untergrund bauen. Wenn wir einen Untergrund bauen, können wir Wände bauen. Wenn wir Wände bauen, können wir auch eine Tür bauen. Wenn wir eine Tür bauen, brauchen wir noch eine Decke. Und wenn wir eine Decke bauen, können wir nach oben, ja, weiter ausbauen. Es fängt immer mit einem Lagerfeuer an. Ich denke ja nur daran, dass es vielleicht sinnvoll ist, eine Kleinigkeit essen zu können. Ja. Korrigiere mich, wenn ich total falsch liege. So, und dann würde ich sagen, bauen wir das da in der Nähe da auf. Dass wir nicht ich habe so viel Essen. Ja, ich habe nur noch 18 exotische Schalentiere. Achtung, rechts könnte was sein. Ja, da ist auch was. Miau. Na, dann nicht. So, hier ist doch eigentlich ganz nett. Ja. Schön in der Sonne, bei 50 Grad. Gebäude ist hier nicht zulässig. Leck mich doch an meinem Madak-Metall-Arsch. Du hast aber eine Lederhose an oder so. Ach nee, doch, scheißegal. Ah, hier geht's. Krieg ich auch ein Bett? Hast du ein Bett für mich? Ja, Moment. Hallo? Hallo Sie? Haben Sie ein Bett für mich? Pass auf, Junge. Vor allem kann man das Essen da drin lagern, weißt du? Muss man es nicht so mit sich rumschleppen. Meinethalben können wir dann da jetzt reingehen. Juhu! Boah, die ganzen Gegner wieder spawnen. Ja, links, rechts ist glaube ich egal, links. Oder? Ich habe sogar Heilpfeile und Schlangenpfeile mit, aber nur einen Bogen. Ich habe auch nochmal so 90 Schlangenpfeile, glaube ich, im Inventar gehabt. Ja. Sind ja ganz schön windig hier. Sind ja auch sandgepeitschte Ruinen. Mach doch mal hier die Fenster zu. Oh, guck mal, die Seeschlangen können Sand spucken. Gab's nicht bei Indiana Jones so eine Falle, wo Sand reinkam? Schlange.
ganz schön. Ist ja ganz schön Sand gepeitscht hier. Ja. Da steht wer. Mal erstmal so zu ihm hingehen. Ja, erstmal friedlich. Hallo, du? Petruso, der Sandsturmverrückte. Went wandering in a sandstorm. Eventually a man happened along and said, you mad fool, what are you doing in this sandstorm? Singing sands, stinging sands, singing, stinging, ringing sands, fighting sands, biting sands, fighting, biting, smiting sands, exiled lands, reptile lands, exiled reptile defiled. Seven prophets went to walking, bearing all their tricks. One was caught by Hanuman, and soon it was only six. Six prophets went a climbing to get above the hive. One was stung by locust's wings, and then it were only five. Five prophets went a crawling beneath the city floor. One went mad. Das ist der Hammer. Und wir dachten jetzt, wir brauchen, ob wir, wie viele Folgen wir das schaffen. Ja. Toll, was machen wir jetzt? Ja. Wollen wir gucken, ob Timos zu Hause ist oder wer hieß? Können wir. Wir können ja das Hinlaufen im Schnelldurchlauf machen. Ja, das kannst du dann gerne machen. Und dann können wir. Ja, jetzt noch nicht. Und dann. Mal gucken. Vielleicht mache ich dann ja auch. Heißt, vielleicht kannst du mal den Schnabel halten. Ja, was denn? Shani war es, glaube ich, der hat sich ja gewünscht, dass wir singen. Besser nicht. Und wenn wir dann regnet da jetzt gleich. Oh. Bei mir kommt Regen runter in der Wüste, cool. Hm. Bei dir auch? Nein. Ein Wunder, es regnet in der Wüste. Das ist ganz schön hell. Ja. So, ich nehme mal das ganze Zeug wieder mit. Genau, wir laufen jetzt da im Schnelldurchlauf wieder zu Timos und ich werde mal gucken. Vielleicht singe ich zwischendurch irgendeine Melodie, die natürlich dann auch im Schnellmodus zu hören ist. Und ihr dürft raten, was es ist. Ja, gern. Okay, dann mache ich kurz was. Jo, wir sind da. Ich hoffe, ihr habt die Gesangseinlage in Genusse. Nein. Genau, und wir sollen am wohl auch mal versuchen, von den Wahlknochen aus hoch zu gehen. Vielleicht haben wir dann mehr Glück. Mhm. Gucken wir mal, ob der olle Timer da ist.
Getan. Ja, tu ihn auch weh. So der doof Männer. Ich hab Blut am Schwer, auf dem Schwert, das ist ja eklig. Jetzt ist mein Schwert sauber. Ich glaube, ich sehe ihn. Was hast du? Ich hab Kampfmüssen. Aber hier ist die. Deimos, wir kommen und holen dich. Put, 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 put. Wer ist ein braver Deimos? Wer lässt sich abschlachten? Komm, ja, komm mal her. Ja, komm mal her, kleiner Deimos. Hm? Wer ist ein kleiner Deimos? Wer ist ein kleiner Arsch? Ey, du Spixvieh. Was, Deimos? Ich glaube, Timos lässt sich nicht ganz so leicht töten. Schade. So, ihr Pappnasen, bist du Timos? Du bist es nicht. Du Timos? Ist auch ein Tier. Ah, da ist Timos, da ist Timos, da ist Timos! Ja, Timos. Ich komm sofort! Juhu! Timos ist tot! Ich will sein Herz! Ich will sein Herz! Ich hab die Maske! Ich habe die Maske! Wie, das nur eine? Nein! Sie? Du kleiner Wichser! Wir können ja King Coco töten und vielleicht... Ja, King Coco war ja gleich um die Ecke, ne? Genau, und dann ist er vielleicht wieder zurückgespawnt, der Timey-Mod. Warte mal. Es hat mich nämlich letztes Mal wirklich frustriert, dass der Sack da nicht, einfach nicht da war. Ich fand, das war warte eine mal, ich hab glaube ich gerade irgendwie einen Befehl gegeben, oder? Vorgegeben. Der hat seinen Arm gerade so rausgestreckt und irgendwas ist ja auch gerade angezeigt gewesen. Also irgendwas mit kleiner Wurm, muss ich mal gucken, wenn wir wieder, wenn wir die Aufnahme mal haben. Ob ich einen Befehl gegeben habe, das wäre ja cool. Wenn man sein. Ja, da wurde ja irgendwie was geändert, ne? Naja, wir haben ja einen Patch gehabt. Doch musst du noch Ewigkeiten runterladen. Also ich musste Ewigkeiten runterladen. Warum auch immer. Ah, hier oben ist schön, ne? Und hier kann man schön schießen. Oh, ich glaube, eine Stufe höher gehe ich noch. Ey, das war meine Idee. Oh. Ist genug Platz für alle da. Oh, guck mal, da ist ein Baby-Krokis. Da sind's. Da sieht man mal, wie der Größenunterschied ist. Ey, wieso greifen unsere Idioten nicht an? Nur mit den Fallen wird nicht. Idioten, wo seid ihr denn? Geh mal runter. Vor allem, wo sind denn unsere Idioten? Also einer steht auf dem Stein. Das ist kleiner Ach, Wurm. Ey, du kleiner Wurm. Der ist ein bisschen groß hier. Ach, jetzt ist Rittersporn hier bei mir. Rittersporn, geh da doch mal runter. Mach den doch mal tot. Ja, jetzt sind sie. Stehen da unten und schauen sich den an. Echt jetzt? Idiotas, nee, jetzt kämpfen sie auch. Oh, der könnte flink sein, ne? Bring ihn mal wieder ein bisschen zu dir. Naja.
Oh, hi. Tanaborn, wie wär's, wenn du mal angreifst? Was? Der ist dritter Sch... Minosch, geh doch mal von deinem Bildschirm weg. Oh, das war eine gute... Am Ende hat er richtig noch Speed aufgenommen. Müssen wir aufpassen, dass wir da Abstand halten. Aua! Renn weg da! Mami! Böses Kroko! So. In die Beine schießen. Ja, damit er langsamer wird, ist richtig. Stop. Willst du dir diesmal die Truhe? Ja, wäre ganz cool. Will ihn auch schlachten. Okay. Gegen Arschloch. Ganz viel Wildfleisch. Wo war die Truhe? Ich sehe sie. Die war hier. Da, da. War da Truhe. Da, da. Deine erste, deine erste Level 60 Truhe halt. Eine Premiere. Ich und die Truhe. Wie schön sie doch ist. Ach. Schick, 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 schick. Und. Ayas Fluch. Was immer das ist. Was ist das denn? Eine Keule, die ihren Träger eine schreckliche Stärke verleiht. 51. Eine Keule? Ja, eine Keule. Mit Keulen knüppelt man Leute ohnmächtig, oder? Kann Schild zerschmettern, Stärkebonus. Macht halt Gesundheitsschaden. Machte man mit einer Keule auch Gesundheitsschaden oder knockte man nur aus? Nee, eigentlich. Das wäre geil gewesen, wenn das jetzt so ein legendärer Sklavenfängerkeule-Gedöns gewesen wäre. Also der hat 28% Rüstungsdurchdringung und unser Schwertchen halt nur 15. Dafür macht unser Schwertchen 76 Schaden und die Keule halt nur 51. Oh, du hast eine bessere Waffe als ich. Also ich habe Rüstungsdurchdringung 22% und Gesundheitsschaden 61. Du hast wieder noch dasselbe Schwert, oder nicht? Ich hab die Wachtklinge. Ah, ich hab die Klinge des Abenteurers. Sehen nur gleich aus. Ah, das muss man erstmal wissen. Okay. Dann haben wir den auch schon erledigt, Mensch. Ja, wollen wir gucken, ob Timehouse wieder da ist. Na, ich glaube, so schnell spawnen die nicht. Aber wir können ja gerne mal gucken. Stimmt, das letzte Mal hatten wir ja noch unsere ewig lange Kletteraktion dazwischen. Ja, aber jetzt haben wir so einen kleinen Kroko nebenbei platt gemacht. Ja, ist ja auch gut. Ja, und daran denkt, nicht wieder nackig hochklettern, sonst erschreckt sich Timos wieder. Und dann kommt die ja gar nicht, ja. Oh, also ich fand, das war sowieso die beste Erklärung. Ah! Ey, du Vogel, Scheiß! Nee, jetzt sind noch nicht wieder gespawnt. Gut, dann kann ich den auch, der ist schon tot. Oh, ist das so dunkel. Vielleicht mal irgendwo anders hinlaufen und wieder zurückkommen. Vielleicht lädt's dann neu, wenn man so den Bereich verlassen hat. Keine Ahnung. Entweder nach einer Wir Zeit. Wir können ja ein bisschen da in der Siedlung rumschlachten. Ja. Na, warte mal. Einfach an mir vorbeigelaufen. Ja, die wollen alle mich gleich umkloppen. Die mögen mich nicht.
Ich tauche da nochmal um dieses Schiffswrack rum. Mach das. Mit meiner coolen Atemmaske. Ganz schön düster hier. Also nicht düster, aber... Kannst ja noch Licht mitnehmen. Bringt nix. Kann einfach nicht so weit gucken. Okay, also man kann aber nicht dauerhaft atmen, man kann nur länger die Luft anhalten. Hm, aber gut. Aber dann kommen wir vielleicht in diesem einen Dungeon da, in diesem Wasserbereich da weiter. Das Problem war nicht, dass da zu viel Wasser war. Ja, dass auch heftige Gegner waren, ja. Ach ja, da war ja auch was. Hier ist ein Schiffswrack. Schade. Eisenlupe, das ist genannt. Was? Ach, das war nur so. Ist gerade geflogen, hörte man irgendwas brechen. Joa. Identify yourself! Blood of the serpent! Enemies at the gate! Oh, ein bisschen Händler. Sorry. Der auch. Oben der Schöne. Ihr handelt mit Tieren. Na, das darf aber nicht der Zoll erfahren. Ein okay zu sein hier. So eine Horde Gesetzloser. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, der Chorus handelt hier mit Schuhschnebel und der oben der Schöne mit Spinnen. Wobei eine Spinne frei ist, die ist auf dem Käfig, nicht in dem Käfig. Aber das wird er schon merken.
by yourself. Das kann ich nicht. Ist hier unten sind schon wieder ins Board. Ja, und dann komme ich zurück. Die machen keinen Spaß. Aber ich hatte gerade oben geguckt, da habe ich niemanden gesehen. Ich meine, vielleicht spawnen die auch nicht, weil wir alle da sind und da gucken gehen. Boah. Das könnte auch sein. Oh, nein, sie sind da. Ah, warte, warte, ich komme. Ich bin gleich da. Oh, da kommt ein Tiger geflogen. Ich glaube, dein Tiger ist ein Panther, aber... Ja, Tiger, Panther. Ansonsten passt das schon. Und die Mythikatze halt. Ein Tiger, Panther. Oh! Timehouse ist schon wieder da! Das ist ja der Hammer! Oh mein Gott! Und tot. Ah, ich hol mir gleich die Maske. Wo ist die Maske, du? Mach das. Da ist ja noch einer. Ja, Unterwassermaske! Und ich klemme mal sein Herz. Mach das. Oh, blaues Färbe. Oh, das ist cool. Was denn? Hier, das ist, das kannst du gebrauchen. Was denn? Warum kann ich das brauchen? Ich dachte mir so 33 Arme. Das ist dein Idiot. Warum tolles, tolle Sachen mit anfangen? Ja, aber ich habe jetzt auch eine Atemmasse, ist voll cool. Juhu, wir haben Atemmasken. Yeah. Vielleicht musste man einfach nur auf den Patch warten. Vielleicht war der vorher verbuggt. Aber vielleicht dürfen wir auch einfach nicht nackig hier einfach ins Lager eindringen. Ich glaube, das war doch sehr einschüchternd. Die, wir waren ja auch erst, erst haben wir sie auch gekillt und dann waren wir erst nackig. Nee, wir sind ja nackig hochgeklettert und haben uns dann angezogen, um sie zu killen. Sicher? Ja. Das ist schon lange her. Da ist eine Arbeitswoche zwischen, das ist lange her. Ja. Wollen wir uns dann nächste Folge endlich mal um Sternmetall kümmern? Oh. Heinrich. Ja, hallo. Ich guck mir gerade die Maske warte, an. Warte, ich setz sie auch mal auf. So, und dann können wir uns nebeneinander stellen. Warte mal. In Kampfpose. Guck mal, posieren hier. Das sind voll die Poser. Yeah. Ja, ja, Sternmetall können wir angehen. Ja, klar. Uhu. Aber wollen wir dann erstmal zur Basis zurück und dann? Ja, also wir gehen erstmal zur Dschungelbasis. Beamen in unsere Standardbasis. Und von der Standardbasis checken wir nochmal, wo genau in welchem Quadranten das Sternmetall ist. Das habt ihr uns ja auch schon mal beschrieben. Und dann beamen wir zu den Ruinen von Xulan. Da haben wir ja auch schon eine was aufgestellt. Und gehen dann von da zum Sternmetall. Klingt kompliziert, aber so machen wir das. Wir beamen einfach ein bisschen durch die Gegend. Ja, beamen ein bisschen rum.
Ja, dann war's das. Ja. Für die Folge. Ja, wir haben uns beatmet. Genau. Dann, die es noch nicht getan haben, schämt euch und abonniert uns. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.